Oliver Pocher grüßt mit diesem Bild und dem Statement, dieses schlechte Wetter im Herbst nervt, aus der Sonne. Wo genau er sich aufhält, ist unklar, doch er scheint gerade viel Zeit zu haben. Wie Steffen Halaschka gerade auf Facebook verkündete, machte Olli beim RTL Spendenmarathon mit, und zwar nicht als Telefongeldeintreiber, sondern als großzügiger Spender. Olli ersteigerte einen Tennisschläger, aber nicht irgendeinen. Er schnappte sich für 5000 Euro den Tennisschläger seiner angeblich neuen Freundin Sabine Lisicki. Ein Liebesgeständnis? Beide haben sich noch nicht öffentlich dazu bekannt, doch nichtsdestotrotz eine gute Investition von Olli.